Hallo liebe Zuschauer des Deutschlandkurier, mein Name ist Karina Sedlmeier und das ist heute mein erster Beitrag und ich würde gerne über den Lockdown-Irrsinn reden, der ja am Montag in die Verlängerung geht. So wurde ja schon gesagt, die nächsten Öffnungsschritte, die kommen nicht aller Wahrscheinlichkeit nach. Gastro, Kino, Café und Theater haben sich umsonst gefreut, haben mal wieder umsonst Hygienekonzepte erarbeitet, so wie es auch damals schon der Fall war. Die dürfen quasi jetzt schon fast seit einem halben Jahr, ja, dürfen die nicht arbeiten und dürfen nicht öffnen, obwohl von ihnen nie irgendwelche Infektionsgefahren ausgehen, aber man sagt halt, naja, ihr habt halt nun mal Pech gehabt. Mag man sich nicht vorstellen. Und das Witzige ist, wir sind jetzt ein Jahr nachdem zum ersten Mal der Lockdown verkündet wurde, am 20. März 2020 hat Markus Söder ja gesagt, wir machen jetzt in Bayern die Ausgangsbeschränkung. Sind wir eigentlich keinen einzigen Schritt weiter. Wir sind immer noch an demselben Punkt wie vor einem Jahr. Und es ist wirklich kaum zu glauben, dass die Regierung noch immer keine Anstalten macht, sich irgendwie mal über Alternativen Gedanken zu machen, dass sie mal drüber nachdenken, wie können wir denn auf Dauer mit diesem Virus leben? Weil das ist das, was nun mal die einzige Möglichkeit ist. Wir werden lernen müssen, damit zu leben, so wie wir es mit der Grippe getan haben, so wie wir es mit jedem anderen Virus getan haben. Wir werden nicht drum rumkommen. Und es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für jeden, der unter diesem Lockdown zu leiden hat, dass sich die Regierung überhaupt keine Mühe gibt, dass sie Experten auslädt oder feuert, wie bei Markus Söder, die einfach mal Alternativen bringen würden, die einfach mal andere Meinungen hätten. Ja? Wenn wir an die Alten denken, ich habe eine 89-jährige Nachbarin, die war einen Monat lang im Krankenhaus eingesperrt, ja, weil es dann einen Corona-Fall kam. Die ist nach Hause gekommen, war total fertig, die hatte keine Lebenslust mehr, die wollte nichts mehr essen, ist ganz schwach gewesen und man will sich dann gar nicht vorstellen, wie es den Leuten in den Altenheimen gibt. Ich meine, man hat sie ja, glaube ich, nie gefragt, ob sie das überhaupt wollen, dass man sie da so einsperrt und isoliert. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so schön ist, wenn man keinen Kontakt mehr nach außen hat und das Einzige, was man am Tag vielleicht mal an Menschen sieht, die Pflegekraft ist, die aber auch mit der Maske reinkommt. Und dann andauernd vom Fernsehen irgendwelche Horrornachrichten gesagt bekommt. Das kann nicht gut sein und das tut den alten Menschen nicht gut und das ist auch der falsche Weg, die immer noch weiter einzusperren. Dasselbe Thema sind die Kinder. Die Berichte häufen sich von Kindern, die Selbstmord begehen. Letzte Woche hat eine Psychologin ja gesagt, jedes fünfte Kind denkt an Selbstmord. Das ist grausam, ist sowas, ganz ehrlich. Und man muss bedenken, die Kinder, die solche Gedanken haben, ja, die sagen, ich möchte überhaupt nicht meine Zukunft erleben, weil das jetzt alles momentan so schlimm ist. Ich würde lieber sterben, dass es schrecklich ist, sowas. Und ich kann nicht verstehen, wie es noch Menschen gibt, die sich ernsthaft noch daheim bequem auf ihr Sofa setzen können und sagen, naja, mich betrifft es ja nicht, von mir aus sollen sie doch noch bis Sommer zu haben. Hauptsache die Biergärten haben dann wieder auf. Das macht mich traurig und wütend, sowas zu hören, weil es geht hier um die Kinder, ja. Die Kinder, die nie ihre Kindheit haben werden, so wie wir sie gehabt haben, eine normale, schöne Kindheit, die aufwachsen mit Maskengesichtern um sich herum, die sich anhören lassen müssen, wenn du mit deinem Freund spielst, dann stirbt deine Oma und dein Opa. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das mit Kindern macht und was das für ihre Zukunft bedeutet. Und vor allem, was diese ganzen Lockdown-Maßnahmen überhaupt mit der Psyche von den Menschen machen, die davon betroffen sind, ja. Und weil das Schwierigste, was man wirklich heilen kann, ist die Psyche eines Menschen. Und man wird da nicht einfach eines Tages sagen können, naja, jetzt ist ja wieder alles normal, also leb wieder, also soll es dir wieder gut gehen, das funktioniert nicht. Und diese ganzen Schäden, diese ganzen Folgen des Lockdowns, die werden sich alle erst noch zeigen. Und wenn sie das tun, dann werden die immens sein. Die werden mehr, viel mehr sein, als was diese Coronaviren überhaupt verursachen hätten können. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen endlich mal wieder ihren gesunden Menschenverstand einsetzen, dass sie begreifen, dass es nichts bringt, dauernd vor dem Virus davonzulaufen, sondern dass man damit leben muss, so wie man es mit allen anderen Viren auch getan hat, so wie man es mit der Grippe getan hat und mit allen anderen auch. Man wird nicht drum rumkommen, man muss damit leben und man muss sich damit abfinden und man muss vor allem auch begreifen, dass der Körper das in den meisten Fällen ganz alleine kann. Ja, bei einem gesunden Menschen brauche ich keine Impfung, ich brauche keine Maske. Das kann der Körper ganz alleine, dafür hat er sein Immunsystem und das einzige Wichtige momentan ist, dass man dieses Immunsystem mal wieder stärkt und das macht man nicht, indem man die Leute einsperrt und ihnen sagt, du darfst niemanden umarmen mehr, du darfst niemanden treffen und ihnen dauernd solche Paniknachrichten, Horrornachrichten macht, als würde die Welt morgen untergehen. Von dem her wünsche ich mir, dass die Leute das hoffentlich bald begreifen. Meiner Meinung nach braucht es keinen Lockdown mehr,
Denn ein Lockdown heilt die Menschen nicht, er macht sie auch nicht gesund, sondern er macht sie krank. Und von dem her hoffe ich, dass jeder da draußen bald zur Vernunft kommt, denn Lockdown ist nicht die Lösung.